Willkommen zurück bei Timberborn. Wir haben inzwischen eine sehr, sehr knappe Wasserversorgung, Leute. Aber wir arbeiten auch an ihr. Und versuchen hier gerade eben jetzt hier nochmal unser Reservoir nochmal zu vergrößern, wie ihr gerade eben sehen könnt. Was uns hoffentlich auf Dauer ein paar Vorteile bringt. Nämlich genau bei der Wassersituation. Ey, guck mal, wie schnell wir hier Wasser verbrauchen. Das ist der absolute Oberhammer. Ich werde ab jetzt hier wieder dafür sorgen, dass hier das Wasser wieder reinfließt, Leute. Wir verbrauchen Wasser mit einer wirklich weltmeisterlichen Geschwindigkeit. Das ist unfassbar, wie schnell hier das Wasser runter ist. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier verhindern, dass hier das Wasser noch mehr rausgeht und eher noch mehr jetzt hier reingeht. So, hier fehlen jetzt hier noch ein paar Hölzer. Der Gag ist, den hier brauchen wir nicht mehr. Möge das hier eingesammelt werden. So, und wenn das jetzt hier fertig ist, können wir diese Dinger hier auch noch voll abreißen. Faszination pur. Okay. So wie es aussieht, sind jetzt hier unsere Populationen wieder so einigermaßen stabil. Hoffe ich zumindest. Jawohl, das hat jetzt hier geklappt. Wunderbar. Das heißt also, ab jetzt können wir das hier abreißen. De facto das hier... Nee, das hier nicht alles. Ich realisiere gerade eben, dass hier noch gar kein Weg war. Egal. Jetzt ist da ein Weg. So, wie gesagt, der Kram hier, der soll halt eingesammelt werden, sobald sie es halt können. Sie sollen das hier noch einsammeln. Ich möchte auch, dass das hier alles eingesammelt wird. Es soll ja nichts verloren gehen. Wäre ja schade drum. So, auch das hier soll eingesammelt werden. Ist eine Menge Rohholz. Wir haben derweil wieder 159 Eisen angesammelt. Oder in dem Fall Stahl. Wie sieht's hier aus? 7 cm. Oh Mann. Wisst ihr, das Schlimme ist halt einfach, dass ich hier diese Wasserpumper komplett eigentlich alle hier rüber verlegen muss. Komplett. Absolut vollständigerweise. Warte mal. Ja, komm, wir machen hier auch nochmal einen Weg hin. Dann haben wir hier wieder eine Verkürzung des Weges geschaffen. Sehr cool. Unsere Wassermenge scheint sich jetzt hier wieder einigermaßen konstant zu halten. Also ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, an dem unsere Wassermenge so einigermaßen konstant arbeitet. Also 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Wir haben 15 von den Wasserpumper-Typen. Dann bleibt es so halbwegs konstant. Eieiei. Und jetzt kommt hier gleich die Trockenheitsphase. Ich glaube, ich brauche auch nochmal einen Ort, an dem ich Bretter irgendwie einlagern kann. Da muss ich auch nochmal irgendwie einen Ort oder einen Weg finden. So, wo wir gerade eben dabei sind, hier nach irgendwelchen Möglichkeiten zu suchen. Wir suchen jetzt hier die Möglichkeiten, hier das hier auch noch alles wegzusprengen. Auch das hier bitte. Na, dann wird das jetzt hier so an dieser Stelle jetzt hier gebunden. Hier machen wir das noch nicht. Ja, wobei doch. Hier zumindest schon mal. So. Wie gesagt, diesen Weg brauche ich hier halt, um überhaupt noch rumlaufen zu können. Ne? Deswegen, ich glaube, sie kommen hier ohne Probleme ran. Ja, ja, die kommen im Zweifelsfall auch von da oben da ran. Das heißt also, ich kann hier das hier alles schon mal jetzt hier planen. Und dann sprengen wir das später halt noch tiefer. Oh, übrigens, die Dürre ist nun da. Da kommt kein Wasser mehr. Wir schließen das jetzt hier. So, ja, die Dürre ist da. Wir schließen jetzt hier mal alles ab. Begründung. Ich will mal gucken, wie schnell unser Wasser sinkt. Das heißt auch, dass ich ihm hier
jetzt hier das ganze System schließe. Ja, hier gibt es kurz mal eine leichte Überschwemmung, aber die wird nicht lange anhalten. Das liegt nur daran, dass das Wasser gerade eben hier noch von den Wasserrädern getrieben wird, in Anführungszeichen. Ja, hier kann ich gerade eben leider überhaupt nichts tun. Hier werden leider einige Bäume hops gehen. Das ist ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern gerade eben. So, ihr wuselt hier immer noch durch die Gegend und tut euer Ding. Achso, ja, und ich brauche jetzt hier natürlich nochmal einen Bretterstauraum. Einen Bretterstauraum. Das wollte ich gerade die ganze Zeit machen. Ja, und ich komme zu dem Schluss, dass ich das hier eigentlich da oben hin machen kann. Ne? Also warte mal, Bretter. Ist das bei den Industriestapel? Ja, Industriestapel, genau. Also ein großer Industriestapel. Kram wird von uns jetzt hier oben nochmal gesetzt. Ist ja für uns gar kein Problem. Ne? Wir bauen uns jetzt hier einfach dadurch nochmal um eine Stufe nach oben. Hallo? So und so. So und so. Und schon sind wir hier oben. Auf Augenhöhe mit dem gesamten Teil hier. Dann setzen wir den Weg da noch hin. Und dann sollen sie jetzt hier mal loslegen. Ich definiere dann schon mal, ja, hier kann dann schon mal, wie gesagt, Bretter rein. Hier können dann nochmal behandelte Bretter rein. Ich meine, warum auch nicht? Was wollen wir hier noch reintun? Mehr Holz? Bin mir gerade nicht sicher. Erde brauche ich dafür nicht unbedingt. Ja, komm, wir machen hier einmal nochmal Rohholz. Und 180, ja komm, dann machen wir nochmal Bretter. Bretter, die für uns die Welt bedeuten und so weiter. Also Leute, dann wurstelt, tut, arbeitet. Wir sind hier wieder runter auf 6 cm. Das ist echt düster. Das ist super düster. Okay, jetzt müssen wir mal gerade immer gucken, wie es jetzt hier sich mit dem Wasser verhält. Also das Wasser scheint jetzt hier drin auf jeden Fall gefangen zu sein und hier draußen schneller zu sinken als zum Beispiel hier. Also es sinkt hier schneller. Das ist logisch, weil es wird abgepumpt. Und zwar sehr, sehr heftig abgepumpt. Wenn wir jetzt halt richtig Energie noch herbekommen könnten, ne, könnten wir es machen, dass wir mit diesem System hier gar nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch mit einer ganzen Reihe an Pumpen. Wäre jetzt hier einfach mal so meine Idee. Aber zunächst müssen wir uns um andere Probleme kümmern. Probleme dieser Art, wie man jetzt hier gerade eben sieht. Weil irgendwie will sich keiner hier gerade eben um diese Stauraumproblematik kümmern. Das ist mir ehrlich gesagt gerade eben sogar wichtiger als das andere. Denn ich kann gerade eben eh nicht mehr Wasser einlagern. Es kommt ja keins mehr nach. Deswegen sollen sie jetzt lieber das Zeug bauen und nicht so sehr sprengen. Hier fehlt noch irgendwie was. Hier haben sie auch noch nichts gemacht. Was ist eigentlich hier immer noch los? Ja, die Bretter müssen einfach eingesammelt werden. Genauso wie auch das Zeug da unten. 32 Bretter da unten. Aber warte mal. Bevor ich hier sprenge, werde ich hier einsammeln. Dann muss ich nicht runterbauen. Genau, dann seht mal zu, Freunde. Also, die haben das da oben schon gebaut. Lustig. Es fehlt nur noch hier dieses eine Rohholz hier. Und dann... Na, kommt schon. Baut dieses Ding. Na also, endlich. ja, Freunde.
ich habe da vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Upsi. Okay, also, schön, dass wir das jetzt hier gerade eben gebaut haben. Aber so brauchen wir das ja gar nicht. So brauchen wir das. Na gut. Dann das Ganze bitte noch einmal mit Gefühl. Das war nur ein Test. Ob ihr das noch bauen könnt. Wir wissen jetzt, ja, das könnt ihr. Verflixt noch eins. Das war, ja, gerade eben mal wieder perspektivisch nicht mitgedacht. Beziehungsweise, ich habe es nicht erkannt. Es gibt Gebäude, die benötigen Wasser. Ja, ich weiß, dass du Wasser benötigst, aber woher soll ich es nehmen? Na also, und jetzt haben sie ja die Verbindung und jetzt kommen hoffentlich all die lustigen Träger her und tragen jetzt hier die Sachen rein. Das wird allerdings eine Weile dauern. Wir gucken mal, ob das hier schon Auswirkungen hier hat. Ja, hat es. Das Zeug ist jetzt schon weggebracht worden. Sehr, sehr nice. Ich bin jetzt auch ein Fan davon, dass das jetzt hier übrigens alles noch gesprengt wird. Ich möchte das hier noch so sprengen. Ja, komm. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Absolut alles. Oh, und jetzt kommen wir auch langsam aber sicher hier voran. Okay, wir können hier schon mal sprengen. Das ist gut. Und dann müssen wir hier unten nur noch ein Feld tief sprengen. Das heißt, dann können wir auch noch schon mal das jetzt hier beauftragen. Beziehungsweise... So. Das stört ja nicht, ne? Die können da ja trotzdem rumlaufen, auch wenn das jetzt hier schon besetzt ist. Hier haben sie auch schon angefangen. Das hier wurde alles jetzt hier eingesackt. Dann können wir noch das jetzt hier abreißen und einsacken. Bitte sammeln Sie das ein. Dankeschön. So, Wasser ist außen immer noch niedriger als innen. Das war irgendwie ein bisschen zu erwarten. Also... Theoretisch kann ich das jetzt hier schon sprengen. Ich warte nur ganz, ganz kurz, bis die beiden noch gemacht sind. Das hier muss ich irgendwann auch nochmal ändern, ne? Das gefällt mir optisch einfach nicht. So, wie gesagt, die beiden fehlen noch. Wir haben übrigens jetzt wieder eine ganze Menge Sprengstoffe verbraucht. Das ist heftig. Oh, Moment. Das hier kann weg. Wir sammeln das hier mal sofort ein. Dann machen wir den da noch dahin. Mit einer höheren Priorität. Wenn die jetzt hier gemacht sind, kann ich diese Wege hier wegmachen. Um da noch ranzukommen. Ja, jetzt muss der ja nur noch zusammengeschraubt werden hier. Bitte schraubt ihn mal. Na also, okay. Jetzt kann ich hier tatsächlich die Sprengung starten. Damit kamen wir also schon mal ein gutes Stück voran. Wir werden das hier wegmachen, das hier wegmachen, das hier wegmachen. Hier dadurch wieder tiefer sprengen. Okidoki. Dann wird das jetzt hier noch umso mehr eine Insel werden, wenn ich damit fertig bin. Wir stehen kurz vor 400 Eisen. Also in dem Fall Stahl. Wir machen inzwischen auch wieder ein bisschen mehr Algenration. Also ihr seht, wir bekommen es in den Griff. Die fermentierten Maniok sind auch wieder radikal nach oben geschossen. Daran liegt es also auch nicht. Bei den Pilzrationen
bin ich mir noch nicht sicher. Es kann gut sein, dass ich noch mehr Pilze anbauen muss. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Nahrungsproblematik abgefangen. Bei der Wasserproblematik brauchen wir mindestens noch eine weitere Plattform hier. Mindestens. Ah, die sind jetzt auch soweit. Gut. Dann springen wir hier. Wir können auch theoretisch jetzt hier schon sprengen. Das hat hier keinerlei Bewandtnis mehr. So, das hier wurde alles eingesammelt. Das heißt, ich brauche jetzt das hier nicht mehr. Nein. Bitte mach doch das, was ich will. Dankeschön. Und dann kann ich als nächstes das hier noch verbinden. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Oh, apropos vielversprechende Dinge. Kann ich das hier ablassen? Ja, ich kann ein bisschen Wasser ablassen. Hier drin ist nämlich inzwischen jetzt deutlich mehr als da draußen. Beschleunigt hier immerhin die Sache ein klein wenig. Okay, ich würde auch sagen, dass wir denen jetzt hier mal eine höhere Priorität einräumen. Dann muss ich mich nämlich darum hier nicht mehr kümmern. So, selbiges Spielchen so noch hin. Und dann kann ich dann hier nachher eine Treppe runter machen. Wir sprengen das hier schon mal weg. Gut. Wir sind bei über 400 Eisenbarren. Das heißt, wir können also jetzt hier wieder die nächste Ebene schaffen. Flupp. Und damit errichten wir dann quasi jetzt hier die nächsten Tiefwasserpumpen. Einmal und zweimal und dasselbe Spielchen dann auch. Vier weitere, die verhindern, dass wir einen schrecklichen Dursttod sterben. Den wir nicht sterben wollen. Okay. Aha, hier unten können wir schon sprengen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier auch de facto jetzt hier schon die Bottomline jetzt hier gefunden. Jetzt muss hier nur noch quasi ein bisschen Extrakt hingebracht werden und das Ganze jetzt hier fertig gebaut werden. Sehr geil. Also Sprengung. Dann machen wir das hier wieder weg. Wir sind jetzt hier wieder bei einer Menge Kleinarbeit, ne? Aber ich muss zugeben, mir macht das halt Spaß. Ich finde das sau cool. Hier können wir, glaube ich, von oben den Sprengstoff setzen. Ab jetzt. So, dann wird das jetzt auch wieder miteinander verbunden. Ich möchte auch, dass das jetzt hier vorgezogen wird. So, da la. Ja, die kommen von oben ran, das ist gut. Wir haben so viel Wasser jetzt hier abgelassen, wie wir konnten. Mehr können wir nicht. Es ist unglaublich krass, wie schnell wir hier Wasser verbrauchen. Guck mal, es ist inzwischen draußen mehr da als drin. Also wenn wir noch weiter absacken, dann muss ich hier noch mehr Wasser wieder reinlassen. Das ist echt krass. Wie weit sind wir hier mit? Hallo? Ich sieh's nicht. Hier hat sich irgendwie noch keiner so richtig drum kümmern wollen. Naja, ich mache das Ding mal auf maximale Prio, sobald das Ding... Also sobald ich genügend Metallblöcke habe. Die sind hier gerade eben immer noch massiv mit dem Sprengstoff beschäftigt. Echt heftig. Auch hier könnte man das übrigens mal nochmal erhöhen. Orte, an denen ich sage, da will ich es eigentlich zuerst haben.
Oh, jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Probleme behoben. Dann machen wir den hier noch weg und den hier noch weg. De facto kann ich hier den gesamten Weg hier wegmachen. Ich spreng schon mal das da, ne? Dann ist jetzt hier schon mal die Verbindung hergestellt und wir... 1, 2, 3, 4... verbinden all das hier miteinander. Das ist natürlich jetzt wieder mal der Langsamste der Langsamen. Jetzt muss es nur noch hier jemand zusammenbauen. So... Fun Fact, ne? Theoretisch könnte ich das gesamte System hier halt auch noch weiter in diese Richtung verbreitern. Wenn ich der Meinung bin, dass mir mein Wasserreservoir nicht reicht. Gut, ich darf auch nicht vergessen, ne, dass das Wegsprengen von diesen Dingern hier natürlich auch ein bisschen das Wasser automatisch mit absenkt. Mhm. Jetzt würde ich es auch ganz cool finden, wenn ihr das hier noch einsammeln würdet. Und dann kann ich hier diesen Weg auch noch wegmachen. Das Dumme ist bloß, wir sind glaube ich wieder komplett voll, was Bretter angeht. Naja, fast komplett voll. Ein paar Bretter können wir durchaus noch gebrauchen. Es muss halt mal bloß jemand kommen und die Bretter jetzt hier ab einsammeln. So, wir haben gleich die 500. Ich warte nur darauf, dass jemand hier noch diese dämlichen 4 Bretter sich holt, aber kann nur diese dämlichen 4 Bretter sich holen. So, wir machen den Pfad hier schon mal weg, damit ich hier nicht versehentlich das Falsche zerhacke hier an der Stelle, denn ja, wir machen jetzt hier das da wieder hin und jetzt ist es da drüben. Okay. Wir haben die 500 überschritten. Jetzt setzen wir das hier auf maximale Priorität. Und zwar das gesamte System hier oben. Wir wollen jetzt, dass das hier so schnell wie möglich gebaut wird. Ich würde ganz, ganz gerne... Oh Gott, wir sind wieder unter 1000, ne? Das Ding rundet hier gerade eben immer noch großzügig auf. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir 30 Wasserpumper bräuchten. Um 1000 lebende Biber zu versorgen. Man mache sich das mal klar. Habe ich irgendwo noch Arbeiter? Ja, oh Gott, das sind ja... Der Frank und der Tagaron und so weiter, die sind alle hier am Arbeiten gewesen. Ja, müssen sie nicht mehr. Wir haben genügend Biberbots für solche Scherze. Wir haben genügend Biberbots. Uff, 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 uff. Also jetzt, wenn die hoffentlich jetzt hier wieder Bots arbeiten, wird das System hier vielleicht sich noch mehr stabilisieren. Wo stehen wir hier? Ich sehe es nicht. Ich kann es auch nicht anklicken. Da ist er irgendwo, da. So, derweil hier, ja, kommen sie auch voran. Man kann nicht meckern. Obwohl ich mir Mühe gebe, es zu tun. Mhm. Das Coole ist übrigens, dass ich dann später von hier oben aus noch die letzten Dynamite setzen kann. Ne? Das heißt also, dass ich da gar kein Problem haben werde. 30 Stahl fehlen noch. Geilo. Nur noch 7. 3. Fertig. So. Die nächste Stahlplattform ist hier geschaffen. Jetzt seht mal zu, dass ihr noch die Pumperchen hier baut. Hatte ich dir nicht schon längst gesagt, dass da normale Biber rein sollen? Anscheinend hatte ich das nicht. Und das Gute ist, wir haben genügend Eisenroboter zur Verfügung.
Ich bin auch ernsthaft am Überlegen, ob ich in absehbarer Zeit die Wasserspeicher woanders hin verlagere. Aber die Frage ist, wohin? Also das hier ist und bleibt bei 7 cm, was für dieses System hier halt einfach viel zu wenig ist. Meine Biberchen sind einfach nicht mehr dazu in der Lage, hier gerade eben zu schwimmen. Das ist super ätzend. Oh, wir sehen, dass es jetzt hier nach oben geht. Wenn es noch weiter steigt, deaktiviere ich testweise welche hier, damit hier drinnen sich wieder mehr Wasser ansammeln kann. Das wäre toll. So, Moment. Ach Gott, ich hatte ja noch was vergessen, was ich noch bauen wollte. Nicht vergessen. Ne? Wir müssen später ja auch noch die Funktürme setzen. Ich will auf jeden Fall diese Verbindung hier wieder herstellen, Leute. Das können wir ja jetzt schon mal planen. Moment, ich pausiere die Dinger allerdings, ne? Wir haben momentan nicht den Stahl dafür. Wobei wir schon relativ weit wieder sind damit. So, das Dumme an der ganzen Sache ist, dass das hier halt zu niedrig ist. Es wäre so cool, wenn der einfach eins höher ginge, aber er geht halt nicht eins höher. Das heißt also, wir werden dann hier eine Brücke hier hinsetzen müssen, um hier diesen Weg nochmal zu verbinden. Aber dann haben wir den alten Weg im Grunde wiederhergestellt. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, jetzt haben sie aber hier richtig rangeklotzt. Jep, jetzt waren sie hier ordentlich flott. So, die nächsten, die ich gerne gemacht hätte, wären die hier, die sind wichtig. Die sind eigentlich gar nicht so wichtig. Oh Gott, die haben es dir gemacht. Ja, wenn sie meinen. Wenn sie meinen, dann sollen sie es halt so gemacht haben. Den hier brauchen wir nicht mehr. Wobei doch... Jetzt kann der hier weg. So, Geschwindigkeit hier runter. Das hier weg, das hier weg. Wir setzen auch hier große Barabum-Maschinen. Dann barabummen wir das hier. Und dann müssen wir eigentlich jetzt hier nur noch irgendwie einen Weg nach unten finden. Das übliche Elend halt. Um da unten diese Sprengungen dann auch noch irgendwie umzusetzen. Ja gut, dann ist es halt so. So. Wups. Aber das sollen sie hinten raus machen, nicht jetzt sofort. Okay, hier sind sie jetzt auch gut dabei. Wir sind schon wieder bei 136 Stahl. Wir sind hoch auf 1,6k Wasser. Ganz im Ernst, ich deaktiviere jetzt mal hier drinnen. Ich kenne mich hier drinnen gar nicht mehr aus. Mal die drei hier. Wir pausieren die hier. 1, 2 und 3. Und gucken mal, was das für eine Auswirkung auf das System hat. Natürlich geht es jetzt hier wieder durch ein bisschen runter. Aber die Hoffnung ist halt da, dass es dadurch hier mehr Wasser hier drinnen gibt. Mittelfristig. Okay. Ich bin ein Fan davon, auch das jetzt hier sofort zu machen. Der Pfad kommt hier noch weg. Wupp, wupp, wupp. Ja, den Weg muss ich jetzt hier halt leider gerade eben noch lassen, ne? Das ist das Blöde daran. Aber das hier muss ich nicht mehr lassen. Nee, das muss ich nicht mehr lassen. Das kann weg.
Das Spiel reagiert in solchen Situationen nicht mehr so gerne, wie ich gerade eben gemerkt habe. Okay, also gut. Hier ist der Weg noch vorhanden. Im Kern kann ich jetzt auch hier sprengen. Gut. Und jetzt geht es nur noch darum, da drüben das alles noch hier zu setzen. So, ihr habt jetzt das hier voll fertig gemacht. Jetzt müsstet ihr da komplett runterlaufen können. Huch. Wo kommt denn das Wasser her? Ich lasse jetzt hier nochmal Wasser von außen rein, ne? Denn wir haben inzwischen schon eine Menge Wasser jetzt hier wieder abgelassen. Und draußen ist inzwischen deutlich mehr als drin. Aber wir werden sehen, wie das dann hier sich für uns beim nächsten Mal jetzt hier darstellt. Danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Adi.